Ich versuche heute eine Nintendo Switch zu modden. Es hat ja einen internen 32 GB, den versuche ich mit so einem 256 GB Chip zu ersetzen. Und für das braucht man einen Switch, der modbar ist. Darum, das ist meine alte, die neue gehen ja nicht mehr. Den Chip kann man irgendwie AliExpress kaufen. Und ja, ich gebe dem ganzen Projekt so ein bisschen mittelgute Erfolgschancen, weil ich habe gehört, die Chips sind extrem heikel. Und das ganze Unterfangen ist nicht ganz einfach. Ich probiere es trotzdem. Ich scheitere schon an dieser ersten Schraube. Der zweite, okay. Was hast du gelernt? Ich sage es lieber nicht. Ich habe mal Automatiker gelernt. Aber das ist schon sehr lange her und ich habe keinen Tag auf diesem Beruf gearbeitet nachher. Darum entlötet, ich kann es auch nicht kaputt machen, weil es ja das ist der, den ich eh wegnehme. Und ich glaube, der Print unten dran. Ja, der macht es, glaube ich, nicht. Mhm. Das ist das Teil, das wir brauchen hier. Der dran. Weißt du einfach, wenn du nicht so viel gemacht hast, weißt du einfach nicht, wie viel Ruhe kannst du da? Kommt denn nicht das Projekt schon da scheitert? Voilà! Wenn ich das schon verkratzt habe hier unten. Der ist unten festgelötet. Und idealerweise würde man das mit einer Lötstation machen, wo auch noch so eine Wärme. Ich weiß gar nicht, wie es heisst. Du weißt das vielleicht eher. Aber das ist auch wie ein Heißluftföhn. Und dort kann man eben die Temperatur einstellen und wie fest das es bläst. Darum kann man das viel präziser machen. Wir machen es jetzt halt mit einem gröberen Föhn. Weißt, man hat keine Ahnung, ob es das unten schon gelöst hat. Da unten hat es ganz viele so Lötstellen. Ja, aber ich glaube, jetzt das mal wegnehmen. Ich meine, den kann so kaputt machen. Das Problem wird dann der andere wieder ran zu machen. Ach, so zur Hell. Oh, schau jetzt. Grosses Kino. Oh. Wenn ich das hier richtig sehe, ne? Wenn das dumm gelaufen ist, dann ist jetzt so die Geschichte jetzt hier schon fertig. Ich glaube, die ganzen Pins sind gerade mitgekommen. In der Tat. Glaube ich das. Ich könnte viel wollen, hä? Oh, shit. Ja, einfach zu wenig heiß gemacht. Ich meine, was willst du noch groß sagen? Ich meine, Scheiße. Das ist doch einfach Scheiße. Dem habe ich nicht gerechnet, dass das passieren kann. Das habe ich überhaupt nicht überlegt. Scheiße. Früh gescheitert. Hey, mega früh. Ich habe gedacht, eben, drauf bringen wir es eh. Und ich merke es dann, wenn ich es dann in Betrieb nehme, ob sie dann kaputt ist oder nicht. Ja, was wir eben machen hätte müssen, ist hier einfach noch ein länger erhitzen. Ich habe überhaupt keine Kraft gebraucht, eigentlich, aber es hat halt schon gelangt bis ein kleiner Teil. Man hätte es länger erhitzen müssen, damit die Lötpunkte flüssig werden und dann wäre es weggegangen. Und das hat jetzt schon gelangt, dass die Lötpunkte da drauf leider mitgekommen sind.